Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wir hatten letztens eine weitere Sumo-Sorte, quasi von den neuen Sorten, und ich habe noch eine da, quasi haben wir dann 4 von 6 Sorten durchprobiert. Und zwar habe ich hier noch zu Hause den Sumo Pikpok. Das ist eine weitere neue Sorte. Eckdaten für euch, 200 Gramm, 17,90 Euro, wie bei den Vorgängerdosen auch. Das Ganze soll Birne-Fruchtmix oder Birne-exotische Früchte sein. Finde ich vom Flavor relativ geil. Werden wir dann natürlich auch rauchen und Schnitt testen. Ich würde euch aber erstmal die UVP zeigen. Wie gesagt, ich halte die Warnhinweise hier mal zu. Da seht ihr das Sumo Pikpok. Wir müssen das Ganze natürlich mal drehen. Da habt ihr nochmal Sumo Pikpok und die typischen Warnhinweise. Schnitt kann ich euch so wie sagen. Ich habe das ja schon wieder vorumgefüllt. Wie bei den anderen Dosen etwas gröber, aber ich sage es auch hier nochmal, schneidet den einfach klein, wenn es euch zu grob ist. Wie gesagt, hier und da habt ihr Ästchen drin. Es ist einfach ein anderer Schnitt geworden. Und schneidet den klein, wenn es oder wem es stört. Mich stört es persönlich nicht, da habt ihr den Schnitt, wie gesagt, gröber als normal, sage ich mal so. Oder als wir es gewohnt sind. Aber für mich ist das jetzt kein Problem. Was mich allerdings immer noch stört, ist, dass die Dosen immer noch so schwer aufgehen. Du hast wirklich hier so einen ganz großen Klebestreifen, sage ich mal, dran. Ich versuche euch das mal zu zeigen oder irgendwie einzufangen. Das quasi hier unter der Banderole, das ist wirklich sehr dick. Das kriegt die Kamera. Da seht ihr das. Quasi. Warte. Das hier. Und das geht hoch bis zum Deckel. Kriegst du die Dose sehr schwer auf. Würde ich mich freuen, wenn das Ganze ein bisschen leichter geht. So Leute, jetzt halten wir mal das Näschen hier rein. Wie gesagt, Birne, Früchte-Mix, exotische Früchte. Kann geil werden. Und ich hoffe, dass es geil wird. Und du riechst hier safe eine Birne raus. Also hier kommt dir safe Birne entgegengeschossen. Das kommt bei mir sofort durch, weil so oft rauche ich Birne eigentlich nicht. Ja, hier. Komplette Birne. Komplette Birne und hinten dran irgendwas noch leicht, ja, ich sag jetzt mal so, wie es da schon so exotisch, fruchtig so ein bisschen, aber ich kann nicht deuten, was es ist. Aber ja, so am Anfang safe eine Birne. Ich lege mich hier auf eine Birne fest und dann hinten dran verschiedenste Früchte. Will ich jetzt aber auch nicht sagen, ob du hier eine Grapefruit, eine Orange und so weiter drin hast, aber du hast hier safe. Also hier gehe ich safe mit einer Birne. Safe. Also das ist für mich safe. Birne am Anfang, danach diverse verschiedene Früchte. Werden wir dann vielleicht im Rauchtest noch ein bisschen was rauskriegen. Geruchlich kann ich mir vorstellen, ist es nicht für jedermann. Ich finde das geil, weil, wie gesagt, ich rauche halt Birne nicht so oft. Aber wenn es eine gute Birne ist, kann man sich den öfter gönnen. Und deswegen gehe ich mir jetzt drüben in den Köpfchen bauen, gehe die Kohlen holen, dann testen wir den ganzen Lachs. Und dann gucken wir mal, was hier so geschmackstechnisch rumkommt. Also bis gleich. So Freunde, wie ihr sehen könnt, Köpfchen ist gebaut, Setup ist dasselbe, Pfeife auch dieselbe. Meine VUCA, wir hatten es ja im Geruchstest, dass ich da voll bei Birne war und hinten dran sowas Fruchtiges war. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es im Rauchtest wird. Die Kohlen liegen so 1-2 Minütchen jetzt oben drauf. Also müsste der Tabak theoretisch schon ordentlich Hitze bekommen haben. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einfach mal den ersten Zug und schauen, was jetzt hierbei rumkommt. Wie gesagt, Birne, Fruchtmix, manche haben auch exotische Früchte auf ihren Seiten stehen. Soll das Ganze sein? Und ich würde sagen, wir testen den Kollegen jetzt einfach mal. Also jetzt scheint er schon ordentlich zu kriegen. Rauchentwicklung ist da. Und wie ihr sehen könnt, auch keine schlechte. Ich würde noch einen dritten Zug nehmen, dann müsste das Ding eigentlich komplett an sein. Und beim Geschmack habe ich schon so eine leichte Vorahnung, was hier wirklich extrem durchkommt. Aber ich würde nochmal einen quasi finalen Zug nehmen. Ja, wie ihr seht, Rauchentwicklung ist top. Kannst du nicht drüber meckern.
Ich lege mich beim Geschmack auch hier fest. Diese Birne ist einfach voll im Hintergrund. Es ist aber eine sehr ja, fruchtige Birne. Klingt jetzt vielleicht dämlich in Kombination mit Fruchtmix oder exotischen Früchten. Aber so kann ich es am besten schreiben. Wenn du jetzt in den Laden wirst, ist es keine Birne, die quasi noch so kurz vor der Reife ist oder die schon gerade so reif ist. Es ist so ein bisschen so eine, ich würde fast sagen, so eine überreife Birne. Sie hat was leicht, was ganz, ganz leicht Süßliches. Es ist eine sehr geile Birne, muss ich sagen. Es ist wirklich eine sehr, sehr geile Birne. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. Diesen Fruchtmix im Hintergrund schmeckst du leicht. Ich kann aber da nicht sagen, ob da jetzt Orange, Zitrone, Grapefruit, Pipapo, Kiwi, was weiß ich nicht drin ist. Kann ich nicht sagen, aber du schmeckst, dass hinten dran noch so ein kleiner Fruchtkick kommt. Aber die Birne hier ist hier wirklich deutlich im Vordergrund. Die schmeckst du safe raus. Und dann zum Schluss hast du noch was leicht Fruchtiges, was das Ganze noch fruchtiger macht. Aber für mich gehe ich hier mit der Birne mit, die wirklich sehr deutlich durchkommt. Aber ich finde die Birne relativ gelungen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit vom Sumo Pikpok. Mir persönlich gefällt er sehr, sehr gut. Mir schmeckt er sehr gut. Wie gesagt, 17,90€, 200 Gramm geht auch vollkommen klar. Ich bin gespannt, ob Sumo noch ein paar alte Sorten rausbringt und ob die dann auch auf dieses Shot-System zurückgreifen oder ob wirklich nur noch solche Sorten kommen, sprich, wo du keinen Shot brauchst. Müssen wir uns überraschen lassen. Schnitttechnisch ist er etwas gröber. Haben wir auch bei den anderen Videos gesehen vom Sumo, die drei Sorten, die ich davor vorgestellt habe. Wen das Ganze stört, einfach mit einer Schere kleinschneiden. Ich persönlich mache es nicht, weil, warum? Den Schnitt vom alten Sumo werden wir, denke ich, nicht wieder sehen. Diesen extrem feinen Schnitt glaube ich nicht, dass der nochmal wieder kommt. Geschmacklich, geruchlich gefällt er mir sehr gut. Bei beiden kommt für mich die Birne durch. Und im Hintergrund hält sich sowas exotisch fruchtmäßiges. Aber was jetzt im Vordergrund für mich steht, ist einfach hier die Birne. Die schmeckst du raus, die riechst du raus. Rauchentwicklung im Setup mit Funnel, Alu und Sieb, drei Kohlen. Einwandfrei, kann ich nicht meckern. Von mir kriegt auch diese Sumo-Sorte hier eine Kaufempfehlung. Und dann sind wir am Ende des Videos, Freunde. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben und über ein Abo sehr, sehr freuen, damit wir vielleicht dieses Jahr noch die 600 knacken. Ihr kennt das Ziel. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. So rum wollte ich das Ganze sagen. Einen schönen Resttag, einen schönen Restabend oder eine Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ich würde sagen, der letzte Zug in dem Video geht hier auf euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Und jetzt, letzter Zug auf euch. Reingehalten.